Hallo, dies ist Felix, jetzt mit Mega Man Zero 2 im Hard Mode. In der letzten Folge haben wir unseren ersten Boss, Hylek Orobuckle, besiegt und nun werden wir uns um die weiteren Gegner kümmern. Ich danke dir. Nun, hier sind die momentanen Missionen, um die ich dich bitten würde. Yep. Und wir kümmern uns jetzt um die Computerzone, um Polar Cameras. Wir sollen das Computerzentrum zerstören. In dieser Mission geht es um Sabotage. Es geht um einen der Computer in der Antarktis, welcher das Verteidigungssystem von der Arcadia kontrolliert. Sobald du den Wächterboss und den Computerraum zerstört hast, wird die Verteidigung der gegnerischen Festung genug geschwächt werden, um die Operation Gerechter Schlag durchzuführen. Yep. Ho. Ja. Die nächste Mission mit sowas ganz, ganz Besonderem. Ja, wie man sich denken kann, die Mission mit dem Eisthema und ja. Es gibt vier Kühlsysteme für den Computerraum der Fabrik. Sobald du alle Systeme zerstört hast, werden die Fähigkeiten des Computerraums geschwächt. Vier davon, ja. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Auf jeden Fall haben wir es hier wieder mit einer Eismechanik zu tun und die hat's in sich, würde ich meinen. Der Ball halt noch länger. Theoretisch gibt's hier im Level später relativ viel zu finden. Das war knapp, ich habe die Stacheln wegen dem Text nicht gesehen. Auch sehr nett. So, da können wir uns eh nicht festhalten, ne? Nee, das kriegen wir nicht hin. Auch wenn wir es irgendwie geschafft haben, diese Plattform zu bewegen. Aber naja. So. Habe ich die Entfernung falsch abgeschätzt? So. Gibt es hier oben noch irgendwas? Nö. So. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, was genau man von einem möchte. Das macht uns Gott sei Dank keinen Schaden. Das sind so ziemlich die schlimmsten Gegner in diesem Gebiet. Nee, ich weiß nicht, wie man da hochkommen soll. Aber da befindet sich hoffentlich keins der Kühlsysteme. So. Okay, so kann man die loswerden. Nur mal aufpassen, dass man hier nicht eingefroren wird. Aber mit der Waffe, das funktioniert ja perfekt. Das ist ja herrlich. Ja gut, wenn mir die Hard Mode Let's Plays 1 beigebracht haben, dann, dass ich die Zusatzwaffen keinesfalls unterschätzen sollte. Die sind gut. Die sind wirklich, wirklich gut. So, wieder alles von vorne. Wir hatten ja noch keinen Zwischenboss. Dass ich alles immer wegklicken muss. Hatte ich so wirklich nicht mehr in Erinnerung. Weiß ich offen gestanden nicht, wie man mit dem Schaden so wirklich umgehen soll. Schade.
finde die Gegner irgendwie interessant. Die wirken immer so von wegen, ja, ach, da ist ein Gegner, ja, dann schieße ich mal in die Richtung, ne? Die wirken so irgendwie so teilnahmslos. Einfach so, ja, dann mache ich das mal so nebenbei. Wöp. Das war vielleicht ein bisschen knapp. Und ja, die Eisphysik in diesem Mega Man ist sehr eigen. Die ist wirklich sehr, sehr eigen. Und die Gegner machen wir nach wie vor Probleme. Mega Man Zero 2. Aber ich hätte halt gerne die komplette Reihe im Hard Mode geschafft. Ich lerne das schon wieder alles. Man kann halt auch so viel Pech haben in diesem Spiel. Mit Gegnerbewegungen. Das ist unfassbar. Natürlich kann man sich einfach blöd anstellen und überhaupt nicht damit und einfach nicht richtig reagieren. Das ist auch richtig. Ja. Und das sind so Sachen an dem Level, die einfach nur nervtötend sind. Du bist einmal eingefroren und dann kannst du dich von einem Großteil deiner Lebenspunkte verabschieden. Und im Hard Mode heißt es halt in dem Fall Game Over. Beziehungsweise nicht Game Over, sondern tot. Was ich halt auch nicht leiden kann, wenn Level sich prinzipiell so ewig lange ziehen. Und bei Mega Man Zero 2 kann ich mich durchaus an Level erinnern, die ewig gedauert haben. Die ewig gedauert haben und auch noch anstrengend waren bis zum Geht nicht mehr. Der zweite Teil, er ist schon ziemlich schwierig. Er ist schon ziemlich schwierig, ja. Das ist auch wieder erledigt. Ja, das ist immer das Problem bei den Dingern. So, das ist eins der Kühlsysteme, die wir da zerlegen müssen. Da wirklich vorsichtig sein. Wollte gerade sagen, wie viel Schaden frisst das Ding denn? So, nehmen wir den nächsten. Okay, da ist nichts weiter. Du machst uns keinen Schaden, du frierst uns nur ein. Au. Ich hasse es. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hochkommen soll. Ich hätte gedacht, dass ich mich an der Decke festhalten soll, aber da kriege ich ja nie den Schwung, um da rüber zu kommen.
naja. Es kann ja nur schlimmer werden, nicht wahr? Ja, und es wird's auch. Oh. Ja. Unser Schadenszuwachs. Ich hab's vergessen. Der Schadenszuwachs macht viel aus. Naja, bin ja auch froh drüber, ne? So. Die wandern ja Gott sei Dank nach und nach nach unten, deswegen... Gut, theoretisch hätten wir es auch so machen können. Öha! Wie hoch geht's denn hier? Augenblick mal. Gibt's hier noch irgendwas zu finden? Das ist ein riesiger Raum. Ziemlich riesig dafür, dass wir nur so einen... ja doch, verhältnismäßig läppischen Zwischengegner hatten. Ich wusste es. Ich wusste es. Ah! Ja, halbstündliche Folgen. Und mal schauen, wie... mal schauen, ob wir wieder eine komplette an dieser Sache hier hängen werden. Ah! Ob wir wieder eine komplette hier dran hängen werden? Ja, nicht wieder. Nicht wieder, aber generell. Ob wir generell eine mehr als eine Folge damit verbringen werden. Problem ist halt, es gibt noch eine andere Stelle im Level, an der ich auch relativ sicher krepieren werde. Zumindest ein paar Male. Gerade wollte ich sagen, irgendwann kriegen wir unseren Energietank hoffentlich noch voll. Da hatte ich Glück. Der Chainrod, mein bester Freund. Wer hätt's gedacht? Ich damals im Let's Play definitiv nicht. Diese Gegner hängen sich halt auch ganz bewusst dahin, wo wir sind. Das ist ja das Schlimme an dem Gegner. Komm, komm. Ich nutze alles, was mir zur Verfügung steht. Alles, was ich zur Verfügung habe, wird eingesetzt. Wir sind schon wieder fast tot. Danke, Fisch. Ja, 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 ja. So. Lebenspunkte wären nett gewesen. Ach, die kann man kaputt machen, okay. Ich dachte mir schon, dass ich mich mit einem Schlag jetzt töten würde. Nochmal von vorne. Ja. Ich hab's ja vorher noch gesagt. Es gibt Level in diesem Spiel, die dauern ewig. Man ist umso froher, wenn man sie dann geschafft hat. Auf dem Hard Mode haben wir halt auch noch zu erwarten, dass die Bosskämpfe entsprechend hart werden. Von daher, ja,
Ich denke, ihr merkt schon, warum ich mir die Energietanks auf jeden Fall erlauben werde. Hätte ich mir denken können. Okay. Diesmal nicht. Danke für die Lebenspunkte. So. Du kommst mir jetzt mal bitte zu nah. Jetzt hatte ich kurz. Habe ich kurz einen Schreck gekriegt. Gib mir doch Lebenspunkte. Vielleicht muss ich dann doch mal überlegen, wie ich da oben an die Lebenspunkte komme. Bin ich doch vorher auch drüber gekommen. Meine Güte, was habe ich denn jetzt für ein Problem mit dem Zwischengegner? Wow. Ja, wir lernen offensichtlich dazu. Oder auch nicht. Dann lernen wir halt nicht dazu. Wer hatte die Idee für so eine dumme Mechanik? Geht mir das auf den Keks. Das ist immer perfekt dahin, wo ich hingehen will. Antäuschen muss man. So. Der hat sich schon mal in Position gebracht hier. So. Das war ekelhaft. So. Hallo Zwischengegner, erneut. Ich wollte gerade sagen, triff ihn doch bitte. Mach ihn kaputt. So was Peinliches. Ah ja, so werden wir uns viele Level dieses Spiels durcharbeiten müssen. Sehr, sehr viele.
Wenn's recht ist, heile ich mich mal kurz. Die Sache mit der Eisphysik in dem Spiel ist die, ihr seht, wir können über das Eis grundlegend gut rüberlaufen. Aber wenn es darum geht, zu sprinten, dann muss man da kurz warten. Man muss für den Sprint quasi, muss den Sprint eine Weile laufen lassen, bevor der funktioniert. Das ist ziemlich unangenehm. Warum ich euch das erzähle, ja, hat seinen Grund, würde ich sagen. Denn das Spiel würde einen als Spieler ja nicht piesacken, wenn es einem nicht sagen würde, ja du, mach mal. Wenn es denn schon so eine miese Mechanik gibt, dann kommt die natürlich auch zum Einsatz. Unter anderem auch die Mechanik natürlich wieder, weil, hey, wir haben das Ding eingebaut, wir lassen es den Spieler auch nutzen, ob er will oder nicht. So. Da haben wir den letzten Computer. Und noch ein Leben, das uns freundlicherweise gegeben wird. So, jetzt sagt man aber die ganze Zeit, ja okay, ist ja kein Problem. Kann man ja alles machen, nur haben wir jetzt hier halt, haben sie uns hier einfach die Decke weggenommen. Und sagen halt damit quasi, ja du, was machst du jetzt, wenn du den tollen Chain Rod nicht benutzen kannst? Kommst du denn immer noch weiter? Wir sind's Gott sei Dank, wobei ich an der Stelle mal jemanden danken muss, dass er das quasi so gezeigt hat, denn ich wusste es damals nicht, ich hab's dann mit dem Chain Rod probiert, bis ich endlich rüberkam. Und die Person, der ich an der Stelle da danken muss, ist The Uncle Wolf. Denn der hat Mega Man Zero 2 vor einiger Zeit auch Let's Played und ja, durch den weiß ich, dass das eben mit dem Sprinten auf dem Eis so funktioniert, dass man den kurz auslaufen lassen muss, bevor man die Geschwindigkeit wirklich nutzen kann. In dem Sinne, Dankeschön. Wow. Bist du derjenige? Du bist derjenige. Du willst das hier zerstören und es zueinander bringen. Wow. Ich werde dich das nicht tun lassen. Okay, so funktioniert es also, mein Freund. Okay. Ach komm. Und weg mit dir. Ich kann das nicht glauben. Ich wurde von diesem kleinen Käferding besiegt. Ja, nachdem sich das Level jetzt ewig gezogen hat, war es ganz schön herauszufinden, dass dieser Bosskampf, wenn man ihn ohne Schwäche macht, auch machbar ist. Immer noch der schneckische Krieger. Ja, wir haben den Eischip. Bringt uns allerdings herzlich wenig, denn wir können unsere Waffe gar nicht komplett aufladen. Deswegen habe ich das auch die ganze Zeit nicht gemacht. Im Hard Mode geht das nicht. Im Hard Mode geht das nicht. Da ist uns einfach mal unser Angriff abgenommen worden. Aber klar, damit wir halt die Elemente nicht nutzen können.
Unseren Buster, glaube ich, können wir... Ich glaube, den können wir schon noch aufladen, aber naja, da ist halt die Schwäche dann auch nicht mehr ganz so effektiv. Gut gemacht. Du bist so beeindruckend, wie ich es erwartet hatte. Wie ich dachte. Ich habe nie an deinem Erfolg gezweifelt. Dank deiner Mitarbeit sind unter... schreiten unsere Vorbereitungen gut voran. Du bist uns so eine große Hilfe. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Momentan passt es ja noch ziemlich gut, 25 Minuten pro Folge mit einem Boss jeweils. Allerdings immer deswegen, weil ich durch die Level einfach erstmal überhaupt nicht durchkomme. Aber glaubt mir, spätestens ab dem nächsten Boss wird es so sein, dass wir nicht mehr allzu gut vorankommen, denn die nächsten beiden Bosse sind Bosse, die ich bisher nie verstanden habe und bisher immer nur mit Glück geschafft habe. Wird lustig. In dem Sinne, 77 Nexmeter bei Mega Man Zero 2 im Hard Mode. Ich bin Xy. Bis dann, Leute. Ciao.